Ja, zur Pressekonferenz, die ich am Donnerstag gegeben habe, möchte ich noch Folgendes anführen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Die Freiheitliche Partei Burgenland bestätigt ganz klar, dass der Herr Landeshauptmann den Weg der Freiheitlichen Partei jetzt bestreitet. Das heißt, er steigt in den Zug der Freiheitlichen Partei. Denn man darf nicht vergessen, dass die Grenzkontrollen die FPÖ schon vor 5 Jahren gefordert haben, dass die Freiheitliche Partei schon vor 5 Jahren einen Integrationsvertrag gefordert hat. Das heißt, jeder soll sich natürlich auch an die Kultur des Landes anpassen. Es darf wirklich nicht so sein, dass heute Lehrerinnen nicht akzeptiert werden. Das heißt, wir wollen einfach bei der kommenden Landtagswahl eine neue Initiative starten, einen Neustart mit der FPÖ, und es ist wirklich wichtig und in Ordnung, FPÖ zu wählen, denn alles, was die SPÖ jetzt sagt, sind FPÖ-Themen. Das heißt, man braucht nicht SPÖ wählen, sondern man kann FPÖ wählen, dann hat man die Aussicht, auch eine neue Politik zu erfahren, eine neue Politik, die einen Heimvorteil für unsere Burgenländer darstellt. Und das ist uns wirklich besonders wichtig, das nochmal anzuführen.